In diesem Video. Ah, Attackenfragmente 10 Stück gefunden. Wir haben eine neue Paarattacke. Miau! Let's go! Fassgeballer! Okay, Freunde, ich habe ein paar Stunden jetzt hier dran gesessen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen zu hohl bin dafür. Aber ich habe jetzt gerade, naja, Stunden vielleicht nicht. Aber ich glaube, ich habe jetzt so eine halbe Stunde überlegt, wie ich da rankomme. Keine Ahnung. Ich muss erstmal, keine Ahnung, erstmal zurückgehen. Weil ich dachte, hier gibt es vielleicht noch was, aber hier ist auf jeden Fall ein Teleporter. Um zu schauen, wo kommen wir denn überall hin. Okay, wir sind im Tunnel. Geil. Wir sind einfach im Tunnel. So, aber ich wollte eigentlich gucken, hier gibt es ja nur noch den Weg dort zum Anfang hin. Und vom Anfang haben wir eigentlich keine Möglichkeit mehr irgendwo hin, oder? Nee. Da oben kommen wir nicht hin. Hä, hey, wir müssen da unten weiter. Also, hä? Bin ich hohl? Also jetzt mal ernsthaft, ich habe jegliche Sachen ausprobiert. Halt, warte mal, stopp. Es gibt eine Sache, die ich nicht ausprobiert habe. Ich glaube, das wäre sogar ja nicht mal so doof. Oh mein Gott, pass auf. Vielleicht müssen wir das nicht irgendwo hinschubsen. Vielleicht müssen wir das Feuer anzünden. Und dann schlagen... YOLO-mäßig. Jo, ich glaube, das ist es. Hat jetzt zwar nicht funktioniert an der Stelle. Bitter. Wir probieren es einfach gleich nochmal. Aber dass ich hier stecken bleibe, ist ja auch schon was. Ja, das funktioniert halt wirklich. Gut. Schön, dass ich an dieser Stelle so lange stehen geblieben bin. Oh Gott, ey. Sagt gar nichts dazu. GG, Bowser. GG. So, jetzt können wir durch beide Gänge gehen, weil beide Gänge würden uns dorthin führen, wo wir rauskommen wollen. Obwohl Gang 1 ganz vorne uns zu einem Secret führt. Mit einem Sparring. Und das nehmen wir natürlich gerne mit. Aber dann müssen wir trotzdem hier auf der Seite weiter. Aber immerhin, wir kommen jetzt weiter wieder. Cool. Hat zwar jetzt nur Ewigkeiten gedauert, bis ich das herausgefunden habe, aber hey, immerhin habe ich es herausgefunden. Ich sag dazu einfach nichts. So, wir warten kurz. Sprengung! Alles klar, offen. Oh mein Gott, den habe ich fast übersehen. Also eigentlich 90% übersehen. Finde ich halt krass, die Gegner sind halt so dunkel. Wie das ganze Spiel gerade. Und als ob der ausgewichen ist. Der hat mich ausgekontert. Okay, alles klar. Der kriegt eh eine voll aufs Maul. Da halte ich mich nicht zurück. Komm her, mein Freund. Ja, renn ruhig zu mir. Bam, Junge. Einmal und zweimal ins Gesicht. Und schmeckt's? Schmeckt nach Bowser-Schläge. Oh nein. Schmeckt nach Bowser-Schläge, wollte ich sagen. Warum greife ich einen Einzelnen an? LOL. Ich weiß tatsächlich nicht, was die bringen, by the way, die Gegner. Bei ihm. Weil stärker wird er dadurch jetzt nicht. Er macht nur mehr Angriffe. Und alle drei sind Rennattacken. Und alle drei haben auch getroffen. Nein! Wieso nimmst du mal den Kleinen? Ich hab gedacht, er nimmt den Großen. Ja, alles klar. Wir machen uns das extra schwerer. Das ist natürlich mit Absicht. Wer hätte es gedacht? Finde ich belastend. Aber richtig belastend. Immerhin, wir haben es gekillt. Aber wie gesagt, sind nicht die stärksten Gegner. Oh, wir kriegen viel Geld. Habe ich gesehen. 200 für einen so einen Gegner? Oha. Also richtig knacke viel. Oh no. Man sollte auch richtig dashen, ne?
Aber ist da unten jetzt eine Tür? Weil das sieht so komisch aus. Ah, jetzt verstehe ich. Bei den Steinen hätte ich nicht dashen müssen, weil wir dadurch halt nicht den Schwung haben, um rüberzukommen. Trollololol. Ey, hier ist gar nichts. Danke für gar nichts, Bowser. Ach nee, wir müssen sogar durchstoßen. Ah, ist ja komisch. Ja, das ist der einzige Weg, den wir können. Oh, Erdbeben. Bruder, so geht das aber nicht weiter. Und zwar wortwörtlich. Wir brauchen mehr Energie für den Bohrer. Okay, der Bohrer läuft jetzt mehr auf voller Kraft, Bruder. So muss das, so muss das sein, Bruder. Ich will fertig werden. Wir sind unaufhaltsbar, die Besten der Besten. So ein bisschen Dreck hält uns nicht auf, Bruder. Ey, was ist denn hier los? Aber Bowser. Bruder, kurze Pause. Naja, also das mit dem Geheimtunnel läuft wie am Schnürchen. Geheimtunnel? Welcher Geheimtunnel? Ich meine, König Bowser. Ihr wollt doch einen Tunnel zum Pilzpalast. Ja, das Tunnelprojekt. Ihr habt das Projekt B genannt. Und ihr habt uns die Monty-Maulwurf-Brüder mit dem Bau beauftragt. Ja, irgendwas war da, oder? Das ist schon Alzheimer-Bowser oder was? Aber ich sehe nicht, dass ihr etwas gebaut wird. Dass hier etwas gebaut wird. Ihr bewegt euch kein Stück voran, ihr Faulpelze. Tut mir leid, Bruder. Wir sind fast schon in Toadtowner, aber... Bruder, das Gestein hier ist ja echt hart. Jo, da kommt man nicht durch. Warte mal, hier geht's nach Toadtown? Ja, Bruder. Einfach hier geradeaus weiter. Gut, dann grab mal weiter hier. Aber Bruder, das Gestein ist so hart. Nicht zu fassen, seid ihr Mem oder was? Ihr seid meine Schergen. Dann mache ich es halt selber. Bist du dir da sicher, Bruder? Uah. Wie, warte mal, drei Portale sind jetzt wieder active. Ah, zur Abwechslung mal Ruhe, Gewalt als Lösungsansatz. Oh no. Oh no. Warte mal, ist das nicht der Speckansatz? Hüftgelenk. Kraftkammer, Beine. Ihr wisst, was kommt, ne? Nee, warte mal, das sieht neu aus. Wir müssen Bowsers Muskeln reizen, um noch mehr Kraft aus ihnen herauszukritzeln. Oh, vor allem, wir sind bei den Wirbelsäule, Leute. Springen allein reicht nicht ganz aus. Drückt bei der Landung den Knopf, um hart aufzustampfen. Okay. Jetzt Luigi. Das wird eine Übung, sag ich dir. Oh nein. Oh nein. Okay, so schwer ist es nicht. Wer von euch bei der Landung unten ist, muss den Knopf drücken. Mit dem richtigen Timing werden eure Sprünge höher und die Reize stärker. Also versucht euren Knopf immer im richtigen Zeitpunkt zu treffen. Oh. Sieht aus, als würde ihr Bowsers Muskeln reizen, solange ihr den Knopf drückt. Vielleicht solltet ihr die Knöpfe drücken und halten. Ja, das ist mein Plan. War das, wenn ich gedrückt halte? Ah, okay. Ah! Vielleicht so lange. Ich will halt auch nicht zu lange warten, ne? Das sieht so aus, als ob man dann zu lange wartet. Okay, ich bin ehrlich zu euch. Wir warten einfach, bis es aufhört bei ihm.
Schade, dass man hier keinen Timer oder sonstiges hat. Sonst könnte man zumindest sehen, ob wir was richtig machen oder nicht. Was ist das gemein? Das war ja jetzt übelst gemein. Ja, da muss man sich hardcore konzentrieren. Vor allem am Ende, denn A, B gleichzeitig war halt ungeplant, ne? Jetzt müssen wir alles nochmal probieren. Aber das ist kein Problem, denn Bowser wird uns ja das wohl nicht übel nehmen. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Yeah! Oha! Bruder! Was war das denn? Er hat die Bohrer-Batterie aktiviert. Sie hält in ungefähr 1 Minute 30 Sekunden. Wenn sie leer ist, müssen wir uns zurückholen und eine neue holen. Die sind echt teuer, Bruder. 50 Münzen pro Stück. Sieht aus, als würde Bowser die Sache in die Hand nehmen. Hm, solange er es in 1 Minute 30 Sekunden nach Toadtown schafft? Was? Ach so. Ja, mach doch! Mihau! Ach so, ups. Was müssen wir hier jetzt machen? Also hier müssen wir so schnell wie möglich. Ich verstehe. Okay, so schnell wie möglich. Ja, so geht's nämlich. Also ihr müsst richtig Timing hier anwenden bei der Mission. Ey, das ist übelst geil. Das ist geiler, als ich erwartet hätte. Batterien 30 Sekunden leer, ja! Oh! Nee, schaffen wir nicht. Oder? Oh! Bruder, let's go! In den letzten 10 Sekunden und mein Finger tut weh. Oh mein Gott, mein Finger hat einen Fingerabdruck. Ich hoffe, die Batterie und das Gerät ist nicht kaputt. Haha, da habe ich wohl etwas übertrieben, was? Du, nicht nur etwas übertrieben. Das ist doch Toadtown. Das sieht nicht aus wie Toadtown. Also, wir gehen nochmal kurz zurück. Es ist alles verschüttet. Oh no. Wir können nicht mehr zurück. Aber das ist doch nicht Toadtown. Real Talk. Das ist... alles andere Town, aber nicht Toadtown. Bowser, wird's not gut? Keinen Zutritt, kein Zutritt raus hier. Kein Zutritt raus hier. Mann, was soll denn dieser Lärm? Kein Zutritt raus hier. Als ob. Jo. An der Stelle, rest in peace, Bowser. Was geschieht da? Ja, du solltest vielleicht nicht auf seinen Schwanz schauen, sondern woanders hin. Das wäre vielleicht besser. Hey, alles in Ordnung bei dir? Ich frag mich, was wohl los ist. Wir sollten uns besser mal umsehen. Röhre? Oh, oho. Tolle Neuigkeiten. Die Ausrüstungsladen hat wieder neue Ausrüstung im Angebot. Der Itemladen wurde auch erweitert. Und Hämoglobinsaft gibt es im Sonderangebot. Schaut unbedingt beim Toadmarkt vorbei! Okay, alles Klärchen tot. Ist ja gut. Neuigkeiten, Neuigkeiten. Cholesteröre hat eine neue Herausforderung. Kampfarena, eine neue Herausforderung. Seht sie euch selber an. Die machen wir später. Die machen wir, soweit sind, fertig sind, ja. Und nein, wir wollen natürlich keinen Hämoglobin... Obwohl, warte mal, doch, wir wollen Hämoglobinsaft. Komm, gönn uns. Eine Münze.
Gepresst aus frischem Hämoglobin. Wie Herz allerliebst, aber auch tot ist. Ich würde gerne auch gepresste Hämoglobinsaft nehmen. Man kann One-Up Deluxe kaufen? Ja, okay. Also das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Ich sag mal so, wir lassen den Kauf mal. Und gucken uns vielleicht in den Ausrüstung und Zubehör vorbei. So, Bart-Level. Nein, du brauchst Bonuskarten nicht erklären. Was haben wir denn Schönes? Wir haben immer noch den gleichen Schrott wie vorher. Aber hier haben wir gestärkte Socken. Fühlen sich etwas steif an, aber erhöhen Verteidigung ein wenig. Ich weiß, was ihr denkt, Leute. Aber nein, es sind nicht diese Socken. So, was haben wir noch? Leichtfuß. Brauchen wir auch nicht. Ein paar Attacken kosten weniger PP. Das wäre natürlich an sich ganz gut. Da wir aber... Nee, eigentlich brauchen wir das nicht. Das ist alles so... Ich bin so geizig. Einfach viel zu geizig dafür. Oh no. Ich bin... da reingefallen, wo kein Mensch reinfallen sollte. Ins Epithel. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch hier in die Röhre rein. Zum Röhrenbahnhof. Da, wo die Röhren alle im Arsch sind. Hey! Ach, da bist du ja, Mario. Dieser Schock eben hat beide Passagen in Bowsers Körper eröffnet. Schau dir da mal das an. Oh, lol, ja, stimmt. Die Nervenbahnen sind aus. In diesen Kammern befinden sich die Röhren, die Bowser verschluckt hat. Warte mal, er kann Röhren verschlucken, die dann neue Wege erschaffen? Richtig. Diese Röhren hier scheinen ins Pilzpalast zu führen. Durch sie können wir nach draußen gelangen. Wow. Es gibt den ersten Ausgang. Schnell in diese Röhre. Das ist der erste Ausgang, den wir jemals im Spiel sehen werden. Oh yeah! Kotz uns aus, Bowser! Warte mal, was? Endlich haben wir einen Weg aus Bowsers Körper gefunden. Aber warte mal, hä? Aber wo sind wir denn jetzt? Irgendwo unter der Erde? Oh. Wie ist denn das damit verbunden? What? Ach, das sind die Toadtown-Höhlen. Wirklich, du erkennst dich hier besser aus als ich? Da erinnert mich doch was, Prinzessin Peach Geschichte, der Finsterstein unter Toadtown. Nee! Hört ihr das? Krankfried muss hier sein. Was für ein Schlamassel. Krankfried hat die Prinzessin entführt. Aber er sucht auch den Finsterstein. Wir müssen den Finsterstein vor ihm finden. Aber Peach kann nur das Schloss öffnen. Wenn ihr euch verlauft, seht einfach auf der Karte nach. Auf geht's. Wie erklärt mir man... Wer erklärt mir bitte, wie kommt man in diese Röhre rein, um in Bowser zu gelangen? Ich kann doch... Hä? Das... Also wäre ich jetzt aus dem Hintern von Bowser gekrochen, hätte ich's verstanden. Aber das... Random irgendwo eine Röhre, wo man rauskommt von Bowser, weiß ich jetzt nicht so. Also wenn mir das jemand erklären kann, gerne bitte. Würde ich ultra gern wissen. Weil so besiegt, ganz ehrlich, ist auch keine Ahnung, was hier passiert. Nein, Chicken Wing! Ja, scheiß Chicken Wings hier. Hör auf zu pupsen. Das ist nicht gesund für dich. Okay, krass, die sind auch auf Level 12, dementsprechend auf unserem Level-Niveau. Und wir machen die nicht mal down. Als ob. Die wunderbaren kleinen Knilche hier. Wie heißen die eigentlich? Habt ihr jetzt nicht auf den Namen gedacht? Oh, jetzt ist er Luigi fixiert. Der Schneuzer! LOL! Mir ist vielleicht jetzt erst aufgefallen, dass die Gegner aussehen wie ein Schnauzbart mit Nase. Das Spiel hat eindeutig zu viele Überraschungen. Aber irgendwie finde ich das auch...
cool. Muss ich ehrlich gestehen. Aber sie sind auch überhaupt kein Problem, ne? Bin eigentlich tatsächlich auch sehr zufrieden, dass wir jetzt mit Luigi und Mario aus Bowser sind. Aber irgendwie habe ich es auch gefeiert, in Bowser zu sein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber außerhalb können wir halt jetzt dadurch... What the hell? Oh, nö. Naja, außerhalb können wir jetzt zum Beispiel Sachen wie Bohnen finden und andere Orte entdecken. Innerhalb von Bowser hatten wir ja nicht die Möglichkeit, weil Bowser einfach zu schwer ist, um zum Beispiel zu springen. Aber ja, wie gesagt, also ich finde das eigentlich, also ich finde beide Sachen richtig geil. Und in Bowser zu sein, finde ich noch geiler als außerhalb. Aber es ist halt auch wieder mal Abwechslung, mit Mario und Luigi mal außerhalb richtig Abenteuer zu erleben. Und nicht nur in Bowser. Oh, und vor allem 200 XP, das heißt, hier kriegen wir einfach knapp fast jede, nach jedem dritten Kampf ein Level ab. Ja, was soll ich sagen? Sind anstrengende Gegner denn? Aber lohnt sich. Er lohnt sich 100%ig, die mitzunehmen. Und da wir sowieso unterlevelt sind, ganz ehrlich, müssen wir das machen. Wie wär's, wenn wir aber für schnellere Besiegen eine Feuerblume nehmen? Ja! Boom! Okay, so viel hat es an jemanden Damage gemacht. Schade. Dann machen wir den leichten grünen Panzer. Was? Oh mein Gott, weil... Fail. Der Cooper-Panzer ist immer noch für mich das schwerste Item, ne? Merkt man. Traurig, aber wahr. So, oh, Superpilz, nice. Das ist so schlimm. Vor allem, das ist ja eigentlich kein Item, was wirklich schwer ist, ja? Das ist ja eigentlich ziemlich simpel, wenn man es drauf hat. Aber ihr kriegt natürlich das nicht hin, ne? Oder ich sag mal so, nur selten hin. So, und warum können wir hier auch nicht in die gelbe Röhre rein? Doch, die können wir. What the hell? Ich komme ja überall hin. Ich bin jetzt absolut verwirrt. Das ist absolut insane. Das Problem ist halt jetzt, ich weiß halt wirklich nicht, wo es regulär lang geht. Müssen wir jetzt nach oben? Müssen wir jetzt weiter? Hä? Also irgendwie... Wisst ihr was? Wir probieren es einfach weiter nach oben zu gehen, auch wenn es jetzt die komplett falsche Strecke ist. Aber mich würde es halt interessieren, ne? Da bin ich ehrlich zu euch. Aber es sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Nee, hier ist eine blaue Cooper-Shell. Was? Hey, 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 hey! Ups. Sorry, Bro. Ihr Typen habt doch nicht mehr... Habt ihr gerade den fetten Block etwa zerstört, oder was? Ihr wart's, ich hab's gesehen. Das war nicht sehr nett. Der Block war bis oben hin mit Panzern voll, Kumpel. Und wegen euch, ich glaub's immer noch nicht. Ihr habt sie einfach rausgehauen. Seht ihr, überall im Pilzkönigreich sind jetzt Panzerblöcke verteilt. Und ihr beiden Genies habt null Ahnung, wem die gehören, oder? Nein. Gebt sie zurück, gebt sie zurück. Klappe.
Wir wollen mal nicht so kleinlich sein. Hilfe? Und wenn ich euch so ansehe, beeindruckende Bärte habt ihr auch. Sag mal, habt ihr schon mal was von einem Panzer getragen? Mit den Panzern ist das so eine Sache für sich. Die sind sehr schwer, was? Die sind nämlich stabil. Sehr, sehr stabil. Ihr kennt euch doch gerade mit aus, oder? Ja, klar. Macht mir wohl keine Angst, Alter. Jetzt müsst ihr zeigen, ob ihr es drauf habt. Und es gibt keinen Weg zurück. Pass auf, wir spielen ein Spielchen. Der Panzer mag schwer sein, aber es ist eine Ehre, ihn zu tragen. Wenn ihr gewinnt, dann fällt euch die Last von den Schultern. Hey, hey, hey. Da seht mal einer der Blöcke, die verstreut überlang. Los, schubst ihn mal an. Hey, der steht hier, Kumpel. Na dann, es gibt nur eine Regel. Versuch uns zu treffen, ganz locker und flockig. Oh, du kannst dich mit diesem schweren Panzer nicht bewegen, was? Ja, verstehe ich, ja, verstehe ich. Hey, gar nicht mal so ungeschickt. Na dann, wenn ihr denkt, ihr könnt mich treffen, dann versuch's doch. Ich bin schnell wie der Blitz. Los! Tja, getroffen würde ich sagen. Ihr meint's echt ernst, ne? Dann versuch das mal. Zwei Punkte! Ihr habt's echt drauf! Das Gewicht des Panzers macht euch gar nichts aus! Hab schon lange niemand mehr getroffen, der das so drauf hatte. Ihr werdet mal richtige Panzermeister. Wenn ihr einen Panzerblock seht, dann stoßt ihn doch für mich an, ja. Und stoßt das hier auch an. Hey! Hey, hey! Nicer Dicer! Worauf wartet ihr? Ah, Attackenfragmente 10 Stück gefunden. Wir haben eine neue Paarattacke. Miau! Let's go! Fassgeballer! Ihr könnt jetzt eine Paarattacke namens Fassgeballer einsetzen. Wollt ihr es gleich ausprobieren? Nee, wir machen das später. Ihr findet dafür schon einen irgendeinen Verwendungszweck. Und du solltest diesen Panzer nicht dauernd tragen. Das geht nämlich auf den Rücken, weißt du? Deswegen werden wir auch nicht alt wie ihr, Cooper. Was? Wie du den Panzer wieder los ausziehst? Du willst ihn ausziehen? Das ist ja jetzt schon doch etwas früh. Ich würde sagen, du machst einen Sprung und dann befreist du dich aus dem Panzer. Und kannst du mit dem Panzer auf dem Rücken springen? Sauber. War lustig mit euch, Kumpels. Wenn du mal wieder mal einen Panzer tragen willst, dann stoß doch bitte den Panzerblock an. Ich bin da mal weg. Ich auch. Und ich mache erstmal Urlaub. Okay, alles klar. Damit haben wir eine neue Paarattacke, eine neue Fähigkeit. Also Fähigkeit mehr oder weniger. Wir haben Blöcke, mit der wir was neu machen können. Jetzt ist halt die Frage, war es jetzt notwendig, hier hochzukommen oder ist das optional? Das werde ich wohl nie herausfinden. Aber was ich herausfinden werde, ob ihr auch alle wunderschön zugeschaut habt und eine Bewertung dagelassen habt. Ich hoffe, zumindest es hat euch wirklich gefallen und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich, wir sehen uns, bis denne und ciao.